Eine Sache können wir Menschen besonders gut: Müll produzieren. Weltweit 2 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das ist nicht leicht. Wie also verhindern wir, dass sich unser Müll bergehoch auftürmt? Das Rätsel ist so alt wie die Menschheit. Wir enthüllen jetzt die bittere Wahrheit über Abfälle. Von einer Müllinsel im Pazifik, über den sogenannten Müllkippencocktail, bis hin zum größten Müllpark der Welt zeigen wir, wie Müllmänner und deren Megamaschinen unseren Unrat kleinkriegen. Danach werden sie einen Abfalleimer mit anderen Augen betrachten. Ich mache sie zu einem Müllexperten. Ich bin Daniel Wilson und gehe allen Dingen auf den Grund. Mit einem Doktortitel in Robotertechnik neige ich dazu, die Welt ein wenig anders zu sehen. Ich suche überall nach der versteckten Seite alltäglicher Dinge. Sehen Sie alles über Abfälle. Abfallbeseitigung sieht zwar einfach aus, ist aber ein hochkomplexer Prozess, der mit dem Müll wegwerfen beginnt. Die Vereinigten Staaten produzieren jährlich 251 Millionen Tonnen Abfall. Auf Müllwagen verteilt ergäbe das eine Kolonne, die 5-mal die Erde umrunden würde. 34% unseres Abfalls ist Papier, gefolgt von Gartenabfällen, Essensresten, Plastik und Metallen. Durchschnittlich wirft jeder Amerikaner täglich gut 2 Kilo Müll weg. Das macht bei einer durchschnittlichen Lebensdauer 65 Tonnen Müll. Das entspricht in etwa 8 Elefanten. Heute sprechen wir über Ihren Müll. Wo kommt er hin? Der beste Ort, um unsere Reise zu beginnen, ist New York. Das ist nicht nur die Stadt, die niemals schläft. Sie produziert auch mehr Müll als jeder andere Ort in den Vereinigten Staaten. 1080 Tonnen Hausmüll täglich. Ihn loszuwerden ist ein logistischer Albtraum. 8 Millionen Einwohner auf 829 Quadratkilometern und tausende Tonnen Müll, die täglich entsorgt werden müssen. In Philadelphia hat Benjamin Franklin dazu beigetragen, 1757 die erste städtische Straßenreinigung aufzubauen. Trotzdem warfen die Bürger New Yorks noch in den 1850er Jahren ihren Abfall auf die Straßen. Die ersten Müllsammler waren Schweineherden. Städtische Dienstleistungen gab es nur hier und da, bis Oberst George Waring, Beauftragter der Straßenreinigung, regelmäßige Müllsammlungen einführte. 1930 wurde seine Abteilung in Stadtreinigung umbenannt. Diese Abteilung wuchs bis heute auf eine wahre Armee an, bestehend aus 7.900 Männern und Frauen, die einen niemals endenden Krieg auf einem Schlachtfeld kämpfen, das aus 10.000 Kilometern Straße samt 25.000 Abfalleimern besteht. 24 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Ihre bewährte Strategie scheint einfach zu sein: sich aufteilen und erobern. Die 5 Stadtteile sind nochmals in 59 Bezirke untergliedert. Diese Bezirke sind wiederum in über 5000 Routen aufgeteilt. Jede Route wird 1 bis 3 Mal pro Woche abgefahren. Ausschlaggebend ist das geschätzte Müllvolumen. Für Weihnachtsbäume gibt es zum Beispiel Extratouren. Anwesenheitskontrolle. Kelly, hier. McCann, hier. Daniel Wilson. Hier? Der Teamleiter händigt jeden Morgen den 8-2er-Teams ihre Routenpläne aus. Das ist unsere Route heute. Ich arbeite seit 6 Jahren mit meinem Partner zusammen. Wirklich? Wow. Ich brauche diesen Plan nicht wirklich. Er ist in meinem Kopf. Natürlich. Seit über einem Jahrhundert gehört zum Spezialwerkzeuggerät Nummer 1 der Besen. Schaufel. Die ist wohl für die problematischeren Fälle, oder? Ihr Büro ist ein Lastwagen, der von hinten beladen wird. Es ist der gebräuchlichste Wagen in der 5700 Fahrzeuge starken Flotte. Ich kann schon bei Ihnen mitfahren, oder? Natürlich. Na gut.
Tag-, Abend- und Nachtschicht benutzen alle die gleichen Fahrzeuge. Kann eine Schicht ihre Tour nicht planmäßig beenden, kommt es zu einem Dominoeffekt. Somit hat es oberste Priorität, dass ein Team seine Tour vor Ablauf seiner 8-Stunden-Schicht beendet. Herumlungern ist hier nicht drin. Okay, los geht's. Jedes Team sammelt etwa 9 Tonnen Müll am Tag. Gib sie mir rüber, ich werf sie rein. Fast 5 Tonnen pro Mitarbeiter. Das ist nicht leicht. Darum nennt man sie die Stärksten von New York. Sieht nicht gut aus. Das meine ich mit dem Zeug, das aus dem Behälter rauskommt. Man nennt es Containersaft. Erklär mir bitte, wie der Container funktioniert. Okay, man drückt den runter. Den inneren? Der Schalter innen fährt es raus. Dann zieht man hier und los geht's. Ah, der zweite Hebel fährt es herunter. Und das passiert innen. Der Müll kommt in den Container. Eine Stahlwand drückt ihn dann mit 2200 Tonnen Druck nach hinten, um jeden Zentimeter der 1900 Kubikmeter auszufüllen, bis der Wagen mit 10 bis 14 Tonnen Müll voll ist. Wenn man eine Couch hier reinwirft. Eine Couch? Ja, sie wird, ja, halbiert. Halbiert, ja. Schauen Sie sich diesen Sack an. Da ist wohl etwas Gelbes auf der Seite. Das ist wohl keine Limo. Erst rütteln, bevor man es nimmt. Wenn Ihr Hund auf einen der Säcke macht, muss das trotzdem jemand aufheben. Führen Sie Ihren Hund an einen Baum, den Jungs zuliebe. Bist du okay? Ja. Als ich das aufgehoben habe, ist mir bewusst geworden, dass das auch voller Glasscherben sein könnte, oder? Richtig, er hier wurde schon oft genäht. Okay, zeig uns deine Kriegsverletzungen. Hier ist der Muskel. Du meine Güte. Ich hatte eine zerbrochene 2-Liter-Flasche Wein übersehen. Sie durchtrennte mir den Muskel im Bein. Ich war 5 Monate lang außer Gefecht. Krankenhaus, Ralf, was? Neben Holzfällern und Fischern haben Müllmänner einen der gefährlichsten Berufe Amerikas. Ihr Risiko, während der Arbeit umzukommen, ist 2-mal höher als das bei der Polizei oder der Feuerwehr. Eine ihrer größten Bedrohungen, ungeduldige Autofahrer. Er wurde 2-mal von Autos angefahren. Traf es Sie auch? 2-mal? Im Krankenhaus hat er seinen eigenen Spind. Müllfahrzeuge blockieren unweigerlich den Verkehr. Bei dem Versuch, sich daran vorbeizudrücken, verursachen Autofahrer Unfälle. Auch mit Müllmännern. Sie biegen hier ein und kommen nicht am Laster vorbei. Ihr verursacht also einen Stau? Ja, wenn wir in einer Straße sind und Sie reinfahren, müssen Sie eine Weile warten. Okay, machen wir das fertig und dann auf zu unserem ersten Stopp. Okay.